Der Kanal passiert nun Neumarkt. Hier zu sehen der alte Hafen in Neumarkt, der ähnlich wie der in Fürth und Erlangen gestaltet war. Nach 24 Kilometern endet mit der Schleuse 32 die Scheitelhaltung. Alle 3 bis 6 Schleusen stand ein typisches Schleusenwärterhäuschen, welches zur Instandhaltung und Pflege des Kanals wie auch zur Bedienung der Schleusen zuständig war. Ganz oben in der Hierarchie standen die Kanalmeister, die alles kontrollierten und überwachten. Ab Mühlhausen kann man mit der Alma Victoria den 2. heutigen Treidelschiff ablegen. Wieder eines der vielen Sicherheitstore. Zu unserer Rechten im Westen der neue Main-Donau-Kanal, die Schleuse 24 vor Berching und die Lände im Berching. Einer der Grundablässe in die Umgebung. Dieser Teil des Kanales ist heute trockengelegt. Hier auch zu sehen das Oberndorfer Aquädukt. Ab hier verläuft der Main-Donau-Kanal fast auf der alten Trasse des Ludwigskanals bis zur Donau. Beilngries und die A9 sind unweit von hier entfernt. Schleuse 20 ist eine von mehreren heute überbauten Schleusen des alten Kanales. Hier Bilder vom Bau des neuen Kanales Ende der 80er Jahre. Bei Dietfurt an der Altmühl gabelt sich die Altmühl vom alten Kanal ab. Ab hier wurde die Altmühl schiffbar gemacht und genutzt. Im hin und wieder abgabelnden Verlauf schlängeln sich der neue Kanal und Teile des alten Kanals Richtung Süden. Gut zu erkennen ist die eher landwirtschaftlich geprägte Landschaft im Süden des Kanales. Ein Blick auf den Kanal von 1989. Eine Vogelperspektive aus dem Jahre 1981 auf Schleuse 7. Kristallklares Altmühlwasser an Schleuse 6. Schloss Brunn in Sichtweite der Schleuse Nummer 5. Noch 4 Schleusen und wir sind in Kelheim an der Donaumündung angekommen. Schleuse 4, heute im Flussarm ursprünglich erhalten. Ein Blick auf Schleuse 3 aus dem Jahre 1977. Eine heruntergekommene Schleuse 2 aus dem Jahre 1980. Und schon sind wir in Kelheim angekommen. Hier zu sehen der Hafen Kelheim und die Schleuse Nummer 1. Die voll funktionsfähige letzte Schleuse am Kanal und die Mündung des Kanals in die Donau.
die wirtschaftliche Bedeutung des Ludwigskanales. Mit Gebühren wie Kanal- und Hafengebühren wollte die Aktiengesellschaft die Investition amortisieren und Gewinne herausschöpfen. Dazu erhoben sie anfangs, je nach geladenem Gut, Kanalgebühren von 2 bis 20 Euro Cent pro 50 Kilogramm und Meile. Andere mögliche Gebühren sind Hafen-, Kran- und Lagergebühren. Um schuldenfrei wirtschaften zu können, musste der Kanal mindestens 130.000 Tonnen Güter pro Jahr umsetzen. Anfänglich waren 100.000 Tonnen Transportmenge pro Jahr geplant, jedoch konnten auch die steigenden Transportmengen die Gebührensenkungen durch die Konkurrenz mit der Eisenbahn nicht mehr auffangen. Ein weiteres Manko neben der Konkurrenz mit der Eisenbahn war der Grund, dass kein durchgehender Schiffsverkehr zwischen Rhein und Donau möglich war. Wegen unterschiedlichem Tiefgang der Schiffe musste immer umgeladen werden. Die wegen andauernder Gebührensenkungen betriebene Misswirtschaft stellte zusammen mit der Transportflaute am Anfang des 20. Jahrhunderts die Endschuldenlast von 29 Millionen Euro dar. Dies war jedoch bei weitem nicht das Ende des Ludwigskanals. Die Nutzung der Treidelpfade als idyllisch gelegene Wander- und Radwege, um der Hektik der Stadt zu entfliehen, war immer wichtiger geworden. Die am Anfang des 20. Jahrhunderts aufkommende Hektik und die sich immer mehr entwickelnde Industrie führten dazu, dass der Kanal für die Bevölkerung immer mehr und mehr an freizeitlicher Bedeutung gewann. Mit den legendären Schlagrahmdampfer konnten Ausflüger für wenige Pfennige zu Kaffee und Kuchen in Kanallokale fahren. Der Ludwigskanal wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt und im Anschluss an vielen Stellen überbaut. Von der A73 im Norden überbaut und vom Main-Donau-Kanal im Süden überdeckt, sind nur noch ca. 60% erhalten geblieben. Als Eigentümer stellte der Freistaat Bayern ab 1973 das Bauwerk systematisch unter Denkmalschutz. Verwaltet und instand gehalten wird der Ludwigskanal durch die zuständigen Wasserwirtschaftsämter Nürnberg und Regensburg. Bis heute wurden der Schwarzach- und Gausbach-Brückkanal saniert und 11 funktionsfähige Schleusen instand gesetzt. Ebenfalls werden alle Holztore und Sicherheitstore regelmäßig erneuert. Die meisten Schleusen sind heute jedoch ohne Tore und nur mit einer Betonfallmauer verblieben. Als Freizeitfaktor sind die noch bestehenden Teilstücke gut in das Rad- und Wanderwegnetz eingebunden. Zum Beispiel ist eine Wanderung zum Rotsee oder zum Altmühltal problemlos möglich. In den Sommermonaten kann man sich auch das ursprüngliche Flair einer Treidelfahrt auf dem Ludwigskanal gönnen. Ein Highlight ist das sich im Südflügel der Burg Burgthann befindende Ludwigskanalmuseum. Ein Bauwerk von über 172 Kilometern Länge mit einer Schönheit, die sich kaum in Worte fassen lässt. Der Ludwigskanal. Eine Hommage an ein Jahrhundertprojekt.